Ja, herzlich willkommen bei Computerbild und weil ich nicht so unhöflich sein will, drehe ich mich mal kurz zu Ihnen um. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Ja, das ist eine der Verrücktheiten, die in diesem Auto verbaut sind. Das ist der Byton. Das ist ein Auto, das Ende 2020 in Europa auf den Markt kommen wird. Und wir sitzen hier in einem von drei Showcars, die es weltweit gibt. Was das Auto sonst noch alles bietet, das zeige ich Ihnen jetzt, denn das Auto hat echt eine ganze Menge zu bieten, was man so in einem Auto wirklich noch nie gesehen hat. Es gibt kein Tacho, es gibt keine Schalter, es gibt nur ein riesengroßes 48 Zoll Display mit HD-Auflösung. Wir sehen hier schon verschiedene Inhalte. Hier werden zum Beispiel Daten angezeigt, Nachrichten. Wir werden auch gleich sehen, das schaltet dann gleich um. Das ist ein Show-Display. Dort wird dann eingeblendet Amazon Music und Videos kann man sich angucken. Das Auto wird komplett, die ganze Sicht wird komplett von diesem 48 Zoll Display beherrscht. Schauen wir uns das Lenkrad an. Auch im Lenkrad gibt es ein kleines Display. Das wird in der Serie etwas kleiner noch ausfallen. Über dieses Display steuere ich sämtliche Fahrzeugdetails. Das ist alles hier im Lenkrad integriert. Wir sehen auch hier die Schalter für die Gangschaltung, also Parken, Neutral, Rückwärts und Drive. Und hier kann ich die Tonlage verstellen und alles kann ich über diesen Touch-Display regeln. Hier unten drunter sitzt übrigens der Airbag. Das ganze Auto ist vollgestopft mit Sensoren. Wir haben hier in der Mitte eine Kamera, die für Gestensteuerung zuständig sein wird. Ich kann mit Gesten beispielsweise die Lautstärke hoch und runter drehen. Ich sehe jetzt hier oben beispielsweise den Music Player von Amazon Music. Und ich habe hier oben auch Kameras, die dienen der Gesichtserkennung. Face Recognition heißt das Ganze und damit werde ich als Fahrer identifiziert. Was man hier in diesem Auto nicht sieht, sind Spiegel. Es gibt keine Spiegel, es gibt keinen Rückspiegel und keine Außenspiegel. Sobald das gesetzeskonform ist, wird man hier mit Kameras und mit kleinen Bildschirmen arbeiten. Ich werde also die Rückfahrkamera hier sehen und werde auch an den Seiten kleine Displays bekommen, wo ich sehen kann, was hinten los ist. Weiterhin interessant ist bei beiden, dass das gesamte Paket hier eine offene Softwarelösung ist. Das heißt, hier können sich Drittanbieter einlinken und ihre Apps anbieten. Wir sehen jetzt hier beispielsweise, dass hier ein Puls angegeben wird vom Fahrer Lukas. Das beispielsweise könnte von einem Fit-Tracker oder von einer Apple Watch übertragen werden. Da sind die Hersteller herzlich eingeladen, das Ganze hier zu dem Ganzen beizutragen. Das Auto, wie gesagt, wird komplett über diesen Touchscreen gesteuert. In der Serie wird es auch noch eine Mittelkonsole geben. In diesem Prototyp, in diesem Showcar, ist sie noch nicht verbaut. Das Besondere auch am Byton ist, dass man hier nicht mit großen technischen Daten protzen will. Man setzt sich hier sehr deutlich von Autos ab, wo man immer sagt, ja, in 3 Sekunden von 0 auf 100, das möchte man gar nicht. Der Byton wird in ca. 5,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Es gibt zwei Reichweitentypen, wird es geben, einmal mit 400 und einmal mit ca. 550 Kilometern. Das Besondere ist der Einstiegspreis. Dieses Auto wird in der Basis rund 45.000 US-Dollar kosten. Und das ist wirklich eine Hammeransage, wenn man sich überlegt, was andere Elektroautos im Premium-Bereich kosten. Das ist wirklich ein echter Kampfpreis. Der Byton besitzt natürlich auch Fahrassistenten, Sensoren und wird komplett ausgestattet sein. Und dieses riesige Display, dieses 48-Zoll-Display, das wird es auch in der Basisvariante geben. Es wird zwei Varianten geben. Einmal die Basisvariante mit den beiden Bildschirmen und eine Premium-Variante. In der Premium-Variante wird es eben beispielsweise hier dieses hochwertige Leder geben. In der Basis-Variante dann wahrscheinlich ein Kunststoffderivat. Das Auto ist wirklich faszinierend. Man sitzt hier auch sehr bequem drin. Man hat eine gute Rundumsicht, ein riesiges Glas-Panoramadach. Und was Byton auch sagt, ist ganz wichtig, man soll in diesem Auto seine Zeit sinnvoll nutzen.